Wimso nähert sich, widerstandslos. Das tut uns doch nichts, also sage ich einfach mal Gnade. Verschonen. Du warst siegreich, 0 XP und 0 Gold erhalten. Danke. Ich speichere noch einmal. Das Spiel knisternder Blätter füllt dich mit Entschlossenheit, das kennen wir schon. Speichern. Kann ich da drüber gehen? Nein, kann ich nicht. Huch. Ah, kann ich springen? Nein, kann ich nicht. Was ist das? Da kann ich auch nichts machen. Au. Ich muss wahrscheinlich einfach auf der anderen Seite raufgehen. Wimson, ach ja. Gnade. Du warst siegreich. Ich frage mich, ob die uns später vielleicht schon was tun. Ich sollte vielleicht nicht immer nur Gnade, ich sollte sie vielleicht auch analysieren. Telefon läutet. Hallo, hier spricht Toriel. Ohne speziellen Grund. Was magst du lieber? Zimt oder Karamell? Zimt. Oh, in Ordnung. Vielen lieben Dank. Das war sehr random. Ravoschka, hallo, schön, dass du da bist. Die Popelkuh hat Lee hat's Lee erfahren? Nein, ich glaube nicht. Das Telefon läutet schon wieder. Oh, ich sollte vielleicht abheben, das stört vielleicht. Hallo, hier spricht Toriel. Schon wieder? Du lehnst Karamell nicht ab, oder? Nein, aber wenn du schon fragst... Ich kenne deine Vorliebe, aber wäre es schlimm, das auf deinem Teller zu sehen? Genau, ich verstehe. Vielen Dank für deine Geduld übrigens. Wieso fragt sie überhaupt, wenn sie sowieso nur Karamell hat? 3 von 4 grauen Steinen empfehlen, dass du sie schiebst. 3 von 4 grauen Steinen empfehlen, dass du sie schiebst. Okay. Ach, der schon wieder. Schauen wir mal. Ist immer noch sensibel. Okay. Oh, sei nicht traurig. Achso, ich muss die sammeln, oder wie? Es riecht plötzlich nach Lavendel und Mottenkugeln. Während du das Wort erhebst, bricht... Ja, das kennen wir schon. Du warst siegreich. 0 XP und 0 Gold erhalten. Ich habe, glaube ich, HP verloren, oder? Darf man die Dinger nicht berühren? Ich habe gedacht, das sind XP. Okay, es sind keine XP. Aber wir haben zum Glück gleich 4 Bonbons genommen, weil wir so gierig waren. Gut. Und ich bin komplett geheilt. Ich weiß nicht, ob wir die aufheben sollten, aber habe ich halt nochmal gegessen. So. Hat das was gebracht? Ja, es hat was gebracht. Wir kommen jetzt über die Spikes. Sehr gut. Oh, der Lee ist traurig, dass er nicht dabei sein kann. Ravoschka, du kannst einen Lee ausrichten. Ich habe bei meinem Stream Qualitätseinstellungen unten. Er kann mich auch auf Low- oder Mobile-Qualität schauen. Also, dafür reicht sein Internet vielleicht. Falls er das noch nicht weiß, er kann bei mir die Qualität einstellen. Gut, da komme ich nicht durch, aber ich fliege runter. Wo fliege ich hin? Da komme ich wahrscheinlich zurück. Was haben wir da? Bitte trete nicht auf die Blätter. Upsi. Oh. Ach, schon wieder. So ein süßes kleines Ding. Verschonen. Tritt nicht auf die Blätter. Ja, es ist mir ziemlich egal. Die Attacken darfst du nicht berühren, die verletzen dich, aber mehr dazu später. Okay. Ich habe gedacht, das sind XP oder so ähnlich. Oh, schon wieder. Molzmal ist bestimmt ein Schwede. Das ist so ein Küchenschwamm vom Ikea, deshalb heißt es auch Molzmal. Tat, ich analysiere das Ding erst einmal. Attack 6, Defense 0, Stereotyp unglaublich attraktiv, aber ohne Gehirn.
schwupp. Huch. Wow, okay, das könnte doch interessant werden. Molt mal gurgelt still. Moment. Ich muss natürlich auch Soundeffekte machen. Ich hoffe, das Gurgeln hat man gehört, sonst war das umsonst. Gut. Imitieren. Es hat kein Gehirn, vielleicht. Du hängst mit Molz mal ab. Du hast das Gefühl, die Welt besser zu verstehen. Ohne Gehirn, natürlich. Blub, blub, blub. Oh. Ich mag die Musik, die ist voll cool. Erinnert mich an Pokémon. Oh, ich habe Pokémon nie gespielt, also kann ich dazu leider nichts sagen. Molz mal gurgelt still. Nein, ich mache das jetzt nicht jedes Mal, wenn er gurgelt, nein. Irgendwann verschlucke ich mich oder spuck alles in die Tastatur. Haben wir alle schon gehabt, also muss nicht unbedingt sein. Ach komm, flirten. Du schwingst deine Hüften. Molz mal schwingt zurück. Welch vielsagende Konversation. Oh, wir landen sicher bald im Bett. Schleimgeräusch. Molz mal wartet nachdenklich. Okay, ich glaube, das reicht, oder? Komme ich da auch wieder? Warte mal, wie komme ich da raus? Steuerung? Shift? So. Item, Gnade, ja komm. Verschonen. Du warst siegreich. 0 XP und 1 Gold erhalten. Sehr cool. Unser erstes Gold. Ach schön. Ravosch kam momentan eigentlich nicht, weil ich habe einen Zisso und ich habe einen Dodri, das reicht erst einmal. Aber vielleicht, wenn sich das entwickelt, ja, kann man drüber reden, natürlich. Oh! Na toll. Achso, da komme ich wahrscheinlich nur zurück. Ach komm! Ich muss mir also merken, wo ich gegangen bin. Ich glaube, das war der da. Oh. Einige Froggies hüpfen auf dich zu. Mit denen kann man reden. Froggy versteht nicht, was du meinst, fühlt sich aber dennoch geschmeichelt. Stark errötet, quack, quack. Ach, schön. Oh. Was? Hey. Das sind Homing Missiles. Froggy scheint nicht zu wissen, warum er hier ist. Ja, okay, dann... Quack, quack! Was ist das so? Oha! Froggy hüpft hin und her. Ich habe nur noch 7 HP. Schmeckt nicht nach Lakritz. Es wurden 10... Okay, ich kann ja auch während Kampf essen, das ist gut. So, ich muss aufpassen. Okay, geschafft. Froggy tippt hin und her. So. Ich renne mal weg. Sascha, wir haben gerade unseren ersten Kampf, also unseren ersten richtigen Kampf, kann man sagen, gehabt. Und wir haben Gold bekommen wieder. Ich muss wahrscheinlich genau den gleichen Weg gehen, wie unten die Blätter ausgespart sind. Oder? Oh, das war knapp daneben. Ah ja, ein Stück weiter hätte ich müssen. Okay. Und am Schluss auf Höhe von ungefähr der Mitte. Okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Okay, dann gehe ich... Ach, oh, schon wieder? Weißt was, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Sorry. So, so, so.
Sehr schön. Geschafft. Wie war das? 3 von 4 Steine soll man schieben. Oh, gleich 3 Molzmals. Aber die tun uns nichts. Das sind nur so schwabbelgehirnlose Gurgeldinger. Also das Äquivalent von mir eigentlich. Ich werde wieder... Soll ich flirten? Na, komm. Imitieren. Ich verstehe die Welt auf einmal. Oh. Blub, blub, Schleimgeräusch um. Oh, 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 oh. Molzmal wartet nachdenklich. Und ich hau ab. Du warst siegreich. 0 XP und 1 Gold erhalten. So. Wow, Vorsicht, Kumpel. Wer sagt, du könntest mich einfach herumschieben? Hm? Du fragst mich also, ob ich mich bewegen würde? Okay, nur für dich, Mäuschen. Ah. Hm? Du willst, dass ich mich noch weiter bewege? In Ordnung, gut so. Hm? Das war die falsche Richtung? Okay, ich denke, ich verstehe. Okay, wie durch das einfach jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja. Ach komm. Willst du mich verarschen? Ich soll dort bleiben? Du lastest mich richtig aus. Ich hätte so geschrien, wenn der jetzt weggegangen wäre, während ich da oben stehe. Oh. Ich werde wieder einmal imitieren. Yep. Oh, 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 oh. Ah, der hat mich getroffen. Okay. Und dann hau ich wieder ab. Du warst siegreich. Ich mach das nur wegen Gold, weil wenn wir gleich abhauen, kriegen wir, glaube ich, kein Gold. Ich könnte es mal ausprobieren, aber ich glaube, wir kriegen kein Gold. Es wäre jedenfalls sinnlos. Aber ich probiere es dann gleich einmal. Und wir können speichern. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages ihr Loch verlässt und den Käse findet, er erfüllt dich mit Entschlossenheit. Der Käse liegt hier seit langer Zeit. Er klebt am Tisch fest. Also dazu würde ich sagen... Das schmeckt aber lecker. Ich hoffe, das hört man überhaupt. Komme ich da nicht drüber? Sind sie schon weg? Oh. Der Geist gibt ein lautes Schnarchen von sich und tut so, als würde er schlafen. Mit Kraft bewegen? Okay, wir müssen ihn bewegen. Ich habe gedacht, wir können vielleicht ihn aufwecken oder irgendwie oder mit ihm reden. Gut, dann schieben wir ihn weg. Hier kommt Napsterblock. Ein kleines Würmchen, okay. Was ist das? Mir geht's gut, danke. Oh. Ey, ey, ey! Napsterblock starrt in die Ferne. Warte mal. Wie schaut er aus? 10 Attack, 10 Defense. Dieses Monster scheint keinen Sinn für Humor zu haben. Oh, ich bin sehr witzig. Ich bin gerade nicht in Stimmung, entschuldige. Oh. Okay. Vielleicht kann man es ja aufmuntern. Du schenkst Napsterblock ein freundliches Lächeln. Hey, ey, 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 ey. Oh Gott, was machen die? Alter. Aber immerhin ist er ein bisschen aufgemuntert. Und wir schenken ihm Gnade. Mir geht's gut, danke. Oh nein, nicht schon wieder.
Ah, komm. Immer trifft mich einer. Kann ich nicht einfach weg? Muss ich ihn umbringen? Ich glaube, ich muss irgendwie angreifen. Oder ich muss anders reden. Ein kleiner Geist. Ja. Ja. Schaut aus wie ein Wurm. Aber okay. Das funktioniert offenbar nicht. Vielleicht kann man noch weiter aufmuntern. Oder... Ich flirt mit allem, was mir über den Weg kommt. Ich strecke dich... Oh mein Gott. Aber immerhin ist er munterer. Warte mal. Vielleicht kann man mehr aufmuntern. Wir erzählen einen kleinen Witz. Kam ein Elefant in eine Bar. Aber er weint immer noch. Das Aufmuntern... Oh, ho, ho. Das heißt, wir müssen ihn vielleicht einfach noch weiter aufmuntern. Er möchte mir etwas zeigen. Lass es mich versuchen. Ich nenne es Eleganzblock. Gefällt es dir? Natürlich. Oh je. Normalerweise besuche ich die Ruinen, weil hier nie jemand ist. Aber heute habe ich eine nette Person getroffen. Oh. Ach, ich schweife wieder ab. Ich bin dann mal weg. Danke. Sascha, mir gefällt Undertale bis jetzt auch ganz gut, muss ich sagen. Sehr interessantes Spiel. Da geht's weiter und was ist dort? Okay, da ist nicht so viel. Spinnenkuchen-Bazar. Spinnenkuchen, Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Nein. Nein. 18 Gold. Nein. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Gold. Wie viel Gold habe ich? 5. Ich lasse euch entscheiden. Soll ich der kleinen Spinne 5 Goldstücke geben oder soll ich die Goldstücke sparen? Ich warte das ganz kurz ab und lese inzwischen den Chat. Du kannst Monster nur verschonen, wenn dein Name gelb ist. Okay. Habe ich nicht gewusst. Sehr guter Soundtrack, finde ich auch. Ist die Musik bei euch zu laut? Ich kann sie nämlich leiser machen. Ich mache sie bei mir am Ohr eine Spur leiser. Ich kann sie auch bei euch gerne leiser machen. Du kannst ihn erst verschonen, wenn sein Name im Tatmenü gelb ist. Okay, im Tatmenü. Muss ich vielleicht darauf achten? Eines der kreativsten Spiele, die ich je gesehen habe. Ist auf jeden Fall schon einmal sehr... Ich mag die Witze. Die Witze sind cool. Auch wenn sie eingedeutscht sind, sie sind trotzdem sehr cool. Ja, du brauchst 7. Ich brauch 7? Ah, 7. Ich hab oben 5 gelesen. Okay, du hast genügt... Okay, war hinfällig, es tut mir leid. Da, Steuerung. Shift? Wie komme ich raus? Achso. Aber ich kann mir schnell beim Frosch Geld holen und dann kann ich es nochmal versuchen. Also, das geht schon.